Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Wolfsherz und ich begrüße euch zurück zu Airport CEO. Und ja, es war ein kleines oder ja sogar zwei Updates. Heute, kurz bevor ich aufgenommen habe, ist noch ein weiteres Update reingekommen und es gibt ein bisschen Probleme. Nach dem ersten Update war der ganze Airport nicht mehr sichtbar, beziehungsweise nur das Fahrzeug, was hier drin steht, war sichtbar und ein, zwei Leute hier. Sonst war alles weg und die Flugzeuge konnte man sehen. Da habe ich schon riesen Schrecken bekommen, aber dann kam halt kurz danach ein weiteres Update und ja, jetzt ist allerdings irgendwas mit den Bodentexturen nicht ganz in Ordnung. Man kann hier sehen, naja, wenn man ganz nah ranzoomt, hier ist dann die richtige Kachel da in der Zoomstufe, aber sieht auch irgendwie komisch aus, wenn man rauszoomt und die restlichen Kacheln hier, das passt halt eben nicht. Ich habe dann auch versucht, selbstverständlich schon mal den Boden neu zu legen. Hier, das sind unsere Kacheln, die wir verwenden. Und wenn ich die hier einfach mal so ziehe, dann sieht man, es verändert sich nichts. Das bleibt alles so, also irgendwas ist nicht in Ordnung. Auch hier die blauen Kacheln haben so eine, ja, Wiederholungsproblem. Das sieht halt nicht so gut aus. Darum habe ich eine andere Textur ausprobiert, und zwar hier für diesen Bereich, das ja unser Geschäft werden soll, habe ich einfach mal hier diese weiße genommen und die würde ich jetzt mal eben überall verlegen, denn ich sehe gerade keine Alternative. Sonst müssten wir halt eben... Sonst müssten wir das alles mit diesem Aussehen jetzt spielen. Und das möchte ich eigentlich nicht, denn es sieht im Moment doch eher hässlich aus. Von daher machen wir das mal eben. Ach, jetzt habe ich den weißen. Na komm. Ich habe... Oh nein! Um Gottes Willen. Ich habe den blauen Boden hier weggemacht. Das ist jetzt aber nicht schlimm. Ja, ich bin gerade tatsächlich am Überlegen, ob wir ihn generell wegnehmen. Aber nein, machen wir nicht. Ich lasse es jetzt... So, ich mache eben noch den Rest vom Weiß. So, dann ist auch schon ein bisschen wieder was ausgegeben. Die Kacheln hier im Bad sehen auch so merkwürdig aus. Das ist auch nicht das richtige, die richtige Textur. Daher werde ich hier auch mal was anderes machen und gucken mal, wie das aussieht. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Nein, auf keinen Fall. Ich gucke, ob die hier funktionieren. Ja, die funktionieren. Dann würde ich jetzt fürs Bad diese hier nehmen. Die restlichen Texturen, die Holzböden sind in Ordnung. Zumindest nach dem, was ich erkennen kann. Auch hier alles gut. Naja, die blauen Kacheln jetzt hier. Vielleicht nicht die höchste Priorität. Der Teppich hier ist in Ordnung. Jetzt müssen wir nur hier eben den Holzboden reparieren. Und dann ist es aber auch in Ordnung wieder. Dann würde ich es einfach mal so lassen. So. Und ich mache jetzt Folgendes. Ich habe mir das angewöhnt in anderen Spielen, den Boden bis unter die Tür zu legen. Das mache ich jetzt hier auch und auch im WC-Bereich und auch noch hier im Personalraum. So, okay. Dann haben wir es einheitlich. Und dann, ja, ich denke mal, in dieser Folge, mit ein bisschen Glück, schaffen wir das, bauen wir unseren kleinen Laden hier rein. Ich habe ja gesagt, zollfrei, also Duty-Free-Shop soll da rein. Und ihr habt auch schon in den Kommentaren geschrieben, bau doch mal ein Geschäft. Die geben so viel Geld, die machen so viele Einnahmen, dass wir dann hier ja, in Saus und Braus leben können. Das hat zwar keiner gesagt, aber das wäre natürlich nicht schlecht. Von daher, ich gucke jetzt erstmal, ob das durch ist. Ob wir die schon freigeschaltet haben und jawohl, unlocked alle beide, sowohl Shops als auch Lebensmittelgeschäfte oder Restaurants auch genannt. Da müsste ich mal schauen. Oh ja, da sind sie auch schon. Wir wollen einen Duty-Free-Shop, das heißt, wir zeichnen das hier als Shop-Bereich aus. Das hätten wir schon mal erledigt. Wir können, ah ja, wir müssen Contracts aufnehmen für ein Betreiber wahrscheinlich, ein Pächter, der das, die Fläche dann mietet und benutzt. Vorher müssen wir doch aber bestimmt auch noch ein paar Sachen da reinstellen. Ich guck mal gerade, was wir hier so haben. Food Items. Ah ja. Kaffee Counter, Shop Items. Hier, sehr schön. Es gibt kleine Regale, mittlere Regale und große Regale. Es gibt eine Kasse. Ja, da würde ich doch sagen, oh, die ist aber groß. Würde ich das sagen, die Kasse auf jeden Fall. Und ich würde vorschlagen, dass wir die hier hinbauen, die Kasse. Ja,
Ich mache einfach mal so. Ja, der steht jetzt falsch rum scheinbar. Nö, das ist ja aber okay. Und ein paar Regale. Das ist das große. Ah, das mittlere ist so rund. Und das kleine ist klein. Ich würde sagen, wir stellen mal ein großes hier hin. Ja, schade, dass das irgendwie nicht so richtig gut passt. Wir machen das einfach so. Zwei große. Hier zwei kleine. Können die Leute hier hoffentlich durch. Und vielleicht noch zwei mittlere. So und so. Mal gucken, wie das aussieht, wenn es fertig gebaut ist. Einen hübschen Boden können wir uns dann immer noch überlegen. Aber jetzt sollten erstmal unsere Handwerker kommen und das Ganze hier aufbauen. Die verlassen hier schon den Sicherheitsbereich mit den Sachen. Ne, das waren gar nicht die Handwerker, Entschuldigung. Die Handwerker haben ja blau-orangen Overalls. So, das sind also die Regale. Ja, ich sag mal, kann ich mir noch nicht wirklich was drunter vorstellen. Besonders das hier. Ist das so ein Tisch mit so einer, mit so einem runden, erhöhten Tableau vielleicht? Könnte gut sein. Okay, ich würde sagen, wir suchen einfach mal nach einem Contract. Alles klar, und da haben wir dann diverse Anbieter. Und wir kriegen auch direkt eine Übersicht, was das Ganze einbringt. Ja, da wird dann auch angezeigt, was die Bedürfnisse für die Regale, für den Laden sind. Und die haben wir hier erfüllt. Die haben wir leider nicht erfüllt. Die haben wir leider auch nicht erfüllt. Insgesamt haben wir offensichtlich nur sehr wenig erfüllt. Naja, ist auch ein kleiner Laden. Von daher müssen wir uns hier überlegen, entweder Turner oder Quickstop zu nehmen. Miete pro Tag 3 Dollar pro Quadratmeter. Airport Cut, also Anteil für den Airport ist 8%. Sales for Bonus 1600, 7 Tage, 3 Stunden. Miete pro Stunde 123 und der obere, das ist insgesamt weniger, würde ich sagen. Auch der Cut ist weniger. Ist da was? Dann nehmen wir hier Quickstop. Und ja, wir haben alles erfüllt, das haben wir gerade schon gesehen, von daher können wir hier einfach unterschreiben. Und jetzt, Contract not completed. Review at least 41, 2 shelves, 1600. Ja, Contract not completed, das heißt, der läuft jetzt, dieser Vertrag, und die Firma zieht jetzt hier ein. Quadratmeter haben wir hier. Requirements fulfilled. Das ist halt das Wichtigste. Staff anruft. Ah, alles klar. Staff anruft. Jetzt ist er geöffnet. Sehr schön. Jetzt ist er auch hell und freundlich. Und die ersten Gäste sind da. Und kaufen Waren ein. Die man leider nicht sehen kann. So ein paar bunte Pakete oder Päckchen wären ja ganz hübsch. Aber haben wir im Moment halt nicht. Aber es sieht gut aus. Es funktioniert. Und dann würde ich sagen, dass wir nun einen hübschen Boden reinlegen, damit es sich so ein bisschen vom restlichen Flughafen unterscheidet. Vielleicht nehmen wir hier mal diesen Holzboden, den haben wir so noch gar nicht liegen. Und, ah doch, hier oben im Gate-Bereich, aber das ist okay. Den lassen wir jetzt so. Tja, und dann hoffe ich, dass der tatsächlich ein bisschen Geld einbringt. Ich sehe hier hin und wieder mal einen Dollar aufleuchten. Also ein bisschen was bringt es scheinbar schon. Die Handwerker, die da rumstehen, das ist ja immer, können die nicht wieder zurück in den Personalraum gehen? Aber gut. So. Gepäck läuft, alles ist im grünen Bereich. Oh, wir haben eine rote Meldung. Ein Gegenstand ist kaputt. Offensichtlich ein Waschbecken, wenn ich das hier richtig sehe. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, ja doch, das Waschbecken. Da ist schon unser Techniker, der das Ganze wieder in Ordnung bringt. Sehr schön. Wie sieht's mit den Flügen aus? Wir haben noch ein paar offen, auch Sonntag noch. Das heißt, wir müssen uns noch nicht um Nachschub kümmern, sondern können erstmal weiter Geld verdienen. Ich würde sagen, wir haben Toiletten, wir haben ein Restaurant, wir haben einen kleinen Shop, Personalraum, Büros für unsere Angestellten, wir haben Check-in, haben wir alles, was wir brauchen. Dann könnten wir jetzt mal über die Erweiterung eines Gates nachdenken. Wobei ich da noch nicht sicher bin, ob wir das wirklich schon machen sollten.
Außerdem gefällt mir nicht, dass die kleinen Flieger hier natürlich immer die Runways blockieren. Da würde ich sagen, was kostet eigentlich... Oh, das müssen wir dringend reparieren. Was kostet eigentlich eine neue Start- und Landebahn? Das gucke ich mir jetzt mal an. Infrastruktur. Ja. Da. Small Runway. Einen größeren haben wir auch noch gar nicht. Oh, 100.000. Ja, das könnte man natürlich machen. Das könnte man machen. Frage ist dann, wo will man den hinmachen? Soll man den vielleicht, hoppla, vielleicht hier hinmachen? So. Das wäre doch eine Möglichkeit. Allerdings ein bisschen höher, denn die Service Road unten soll hier durchgehen, falls man da mal erweitert in die Richtung. Obwohl ich glaube nicht, dass wir dort erweitern. Das sieht aber auch nicht wirklich gut aus. Eigentlich reizt es mich, das zu tun. Und diese Stands, die würde ich dann umdrehen und ein Taxiway hier dran anschließen. Ist da was? 100.000 ist viel Geld. Aber... Wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt. Das heißt, wir müssen die schon mal abreißen. Close stand, can't close. Okay, da sind also noch Leute drin. Das heißt, wir müssen erstmal ausstellen, dass die Flüge immer angenommen werden. Das können wir hier unter Operations machen. Always accept GA, das schalten wir aus. Und wenn diese Flieger weg sind, werden wir die Stands abreißen, umdrehen. Taxiway auf die andere Seite, beziehungsweise den Taxiway, den können wir jetzt schon machen. Den können wir durchaus schon bauen. Taxiway, na komm. Gib mir den Taxiway. Ich muss eine Variante auswählen. Wir nehmen natürlich Gras hier für die billigen Billoheimer. Wir haben 5, glaube ich, ausgewählt. Jawohl. Ist irgendwie ein bisschen klein geworden, die Schrift davon. Und dann machen wir das hier. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das passt ja genau. Bin ich ja begeistert. Na komm. Erstmal bis da. Und 1, 2, 3, 4, 5. Bis da. Den muss ich noch einen weitermachen, damit es gleichmäßig ist. Und dann würde ich sagen, 2, 3, 4, 5. Da machen wir noch 2 dran. Dann hätten wir hier insgesamt 12. Kontrollieren. Jawohl, 10, 11, 12. Und dann können wir... Hoppla, na, jetzt habe ich ihn wieder abgewählt. Ach, die Bedienung. Manchmal immer noch ein Problem für mich. Taxiway. Und dann ziehen wir den jetzt hier runter. Da hätten wir unseren Taxiway. Und dann drehen wir die Terminals gleich um und machen da eben die Verbindung dran. Und dann haben die Privatflieger eine eigene Start- und Landebahn. Das ist natürlich schon ganz schön dekadent, aber für die anderen Flieger bauen wir auch irgendwann eine zweite. Die würden wir dann übereinander bauen. Und wir werden aufstocken. 4 Privatflieger, alles schön und gut. Ich denke mal, 8 kriegen wir auch hin. Vorausgesetzt, wir können hier bauen. Das sieht so aus, als ob diese Fläche hier möglicherweise blockiert ist. Ja, vielleicht ziehen wir es einfach noch ein bisschen runter, machen wir hier einen Knick in die Straße. Das geht, ja. Das ist, denke ich, eh angesagt. Jetzt müssen wir nur warten, bis die Flieger halt weg sind. Wir nehmen keine weiteren Flieger im Moment an. Und dann gucken wir mal in den Laden. Ja, es tut sich schon was. Contract not completed. Wir schauen mal. Ich bin jetzt wirklich nicht sicher. Bla bla bla. Ja, okay, wir müssen mindestens 1600 Verkäufe hier erzielen in diesem Geschäft. Dann kriegen wir einen Bonus von 2800 ausgezahlt. Aber wenn ich gerade mal so schaue, was hier da oben für ein Cashflow momentan ist, dann bin ich überaus zufrieden. Wir haben gerade eine Landebahn für 100.000 gekauft und sind trotzdem von unserer Million auch schon... Wir sind schon fast wieder dran hier. Das sind also
Das sind also momentan Einnahmen, mit denen ich gut leben kann. So, der fliegt weg, das heißt, wir können diesen Stand schon closen und entsprechend auch demolischen. Yes, möchten wir wirklich tun. Wir warten natürlich, bis die anderen kleinen Fliegen hier auch noch verschwinden. Wo sind unsere Handwerker? Die machen hier gar nicht den Taxiway fertig. Oder stehen die da schon rum? Ah, die wuseln schon. Ah, sie sind gerade fertig geworden. Oh, ich habe einen aus... Aber ist okay. Der kann ruhig aus Rasen sein. Hier kommt nur General Aviation an. Und der ist momentan noch geschlossen, selbstverständlich. Upgrades, mal gucken. Ah, wir können ihn auch noch verlängern nach Norden oder nach Süden. Und auf Asphalt upgraden. Das Asphalt lasse ich mal. Denn ich finde für die Kleinflieger hier so Rasen erstmal in Ordnung. Die sind auch weg. Close. Dann können wir direkt demolischen. Ja, wir müssen erst schließen. Close, demolish. Yes. Close, demolish. Yes. Und dann haben wir nur noch einen Flieger da stehen. Und jetzt ist der letzte auch weg. Close, demolish und weg damit. Gut. Dann können wir ebenfalls... So, aufpassen hier. Ah, das müssen wir anders machen. Und zwar gehen wir wieder auf den Taxiway. Und machen das so. Ziehen wir das schon mal weg da. Okay, diesen Holdpunkt brauchen wir dann auch nicht mehr. Ich glaube, der verschwindet dann aber auch eh automatisch. Aber vorsichtshalber. Vorsichtshalber mal wegnehmen. Nicht, dass wir das gleich nicht mehr können. Und viel Warterei. Viel Warterei. Wir haben momentan, ich würde sagen, das soll Frühling sein. Bin nicht sicher. Alles on time. Das heißt pünktlich, wunderbar. Ich mache mal Folgendes. Wir rufen mal die restlichen für uns arbeitenden Konstruktionsleute. Wir haben ja 48, die wir noch rufen können. Die holen wir jetzt mal alle raus aus den Federn. Und da kommen sie schon. Und dann können die gleich mit anpacken, damit das da ein bisschen schneller geht. Zwischendurch auch mal schauen, wie es mit den Schlangen aussieht. Für meine bescheidene Einschätzung ist das in Ordnung. Es scheint schnell genug zu gehen. Was haben wir hier jetzt für ein Problem? Ein Item ist broken. Welches denn? Ja, wieder eine Toilette. Ja, eine Toilette ist kaputt. Kann man hier sehen. Aber der Techniker ist schon dabei, ist auch schon fast fertig. Meine Güte, hallo. Was hat denn der gemacht hier? Anouk de Jong hat die Toilette hinterlassen in einem Zustand, da hätte ich mich nicht mehr drauf gesetzt. Aber dem Herrn hier, Kelly Jackson, dem war es egal. Oder der Dame, das ist nämlich das Damenklo hier. Naja. Gut, dass wir Reinigungspersonal haben. Sonst will ich gar nicht wissen, wie das aussehen würde. Wir müssen die Taxiway Notes auch entfernen. Das müssen wir scheinbar extra machen. Taxiway Note. Ja. Weg damit. Ja. Okay, dann verschwinden auch diese Parking-Positionen. Gut. So, wir können neue Taxiways, neue Stands aufbauen. Small Stand. Auf Gras. Und ich habe ja gesagt, ich würde sie gerne weiter nach unten ziehen. Das heißt, wir müssten auch die Straße erst noch entfernen hier. Das ist die Service Road aus, ja, was ist das hier? Service Road aus Concrete, glaube ich. So, die nehmen wir erstmal da weg. Das dauert alles. Aber gut, wir stellen den ersten Stand schon mal auf. Wir wissen ja, dass der hier unten dann anfängt. So, direkt am Zaun würde ich sagen. Ja, eine höher. Es muss nicht ganz am Zaun sein. Und dann würde ich auf Abstand zum Taxiway gehen. Einen.
So. Oh nee, das macht eigentlich keinen Sinn. Ich versuch's mal direkt ranzustellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 wollte ich haben. 7, 8. Ja, guckt. Den Platz haben wir sogar. Wahrscheinlich brauchen wir mehr Tankfahrzeuge. Deswegen bestelle ich gleich mal noch einen Tanklastwagen, damit wir da keine Probleme kriegen. Denn wenn die ganzen Kleinflugzeuge betankt werden wollen, dann kommen wir mit unseren 2 Tankwagen wahrscheinlich nicht mehr lange aus. Wir brauchen dafür hier das Billigbenzin. 50 pro Stunde. Wisst ihr was? Ich bestelle mal noch 2. 2 für die Kleinen. Wie viele von den Großen haben wir eigentlich? Einen. Ja, der reicht aber noch, glaube ich. Der reicht noch. So, dann ziehen wir mal die Taxiway Notes. Und zwar Moment, ich mache es erstmal so, dass wir den Weg hier hochziehen. So. Und dann können wir hier nämlich an den entsprechenden Stellen abzweigen. So. Und dann machen wir auch ein paar Hold Points, und zwar hier direkt immer, damit die gar nicht die Bahn blockieren. Wenn einer draußen ist, dann sollen die hier mal schön warten, damit immer nur einer am oder auf dem Taxiway unterwegs ist. Und ich denke mal, dass wir hier auch einen haben sollten. Und entsprechend hier oben ebenfalls. Ja, würde ich da machen. Dann passt es genau mit oben überein. Die Start- und Landebahn können wir, glaube ich, öffnen. Open Runway. Wir können auch die Stands öffnen. Das macht jetzt aber gerade keinen Sinn, denn wir müssen erst noch den Taxiway anschließen. Den Service-Dings. Und da habe ich jetzt die Befürchtung, komme ich denn da so dran? Das weiß ich gar nicht. Das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht, dass wir hier mit der Straße noch dran müssen. Ob die auch so angeschlossen werden können. Ich hoffe schon. Wir gucken mal, was passiert. Wenn das dann als Anschluss hier gilt, gut. Ansonsten muss ich hier unten dran, dann muss ich den Zaun verschieben. Ich meine, ist kein Problem. Wir können den Zaun hier durchaus einen Knick machen lassen. Nur dann würde ich aber halt auch oben anschließen und würde ich hier ebenfalls eine Straße bauen, wenn es denn nötig ist. Ne? Also wir warten jetzt erstmal, ob das hier so geht. Könnte sein, dass es hier nicht geht wegen des Zebrastreifens. Wisst ihr was? Da kommen schon unsere Leute. Jetzt machen wir das aber nochmal schnell rückgängig. Service Road. Machen wir das mal direkt so hier. Und wir machen hier einfach einen Sidewalk hin. Jawohl, ein Sidewalk. Ich gucke jetzt erstmal, was passiert hier. So, kommt. Bringt die Waren. Wir verlangen nichts Unmögliches. Es sieht nicht so aus. Wir müssen es mal experimentieren, indem ich einen vielleicht öffne. Und wir mal den annehmen. Der würde dann ja jetzt landen, hier. Ja, wir müssen... Ah, nein! Der hat jetzt leider... Oh, der fährt hier einfach drüber her. Habt ihr das gesehen? Der ist einfach hier rüber gefahren. Dann hätte ich mir den Aufwand ja sparen können. Und der Tankwagen kommt und betankt. Das heißt, wir können es so lassen. Dann können wir alle anderen Stands ebenfalls öffnen.
Denn es funktioniert. Und ich glaube sogar, dass es auch funktionieren würde, wenn wir die Service Road so anschließen würden. Großer Test jetzt. Und dann würde ich jetzt nochmal ein annehmen, dass er landet und betankt werden möchte. Und wir schauen, ob der Wagen auch hier entlang fährt. Diesmal müsste er auf dieser Landebahn auch landen. Wenn er denn jetzt landet. Moment, General Aviation ist an. Da startet einer. Guten Flug wünschen wir, aber wo ist der Neuankömmling? Da müssen wir noch einen holen. Komm, landen. Ist jetzt, da kommt doch einer, wunderbar. So, $400 auch direkt kassiert für die Benutzung der Landebahn. Der parkt jetzt hier und jetzt gucken wir, ob der Tank, der kommt. Und der fährt hier auch auf den Serviceway. Wunderbar. Dann ist alles gut. Sind die Tanklastwagen schon da? Die sind schon da. Da sind zwei jetzt noch im Depot. Das heißt, wir können den Flughafen wieder öffnen für alle Kleinflieger. Und die werden jetzt alle angenommen und hier bedient. Eine weitere Einnahmequelle für uns. Und ja, ist jetzt alles noch auf Rasen. Das können wir auch gerne mal updaten. Aber was ich zuerst updaten würde, wäre eigentlich diese Landebahn. Die würde ich nämlich gerne nach... oh Gott, die ist schon wieder hinüber fast. Die würde ich gerne nach rechts erweitern. Dazu muss ich zunächst einmal diesen Taxiway hier abbauen. Taxiway. Der muss hier weg. Außerdem muss die Node weg. So. Und dann können wir hier sagen Upgrade und wir wollen nach Osten erweitern. 1, 2, 3. Und jetzt haben wir halt eine etwas größere Landebahn. Und jetzt machen wir unseren Taxiway wieder drauf. Taxiway. Und den bauen wir jetzt mal aus Beton. So. Und den Taxiway schließe ich hier jetzt an, nicht mehr vorne und hinten. Dann kann ich mir nämlich derlei Umbauten sparen. Bald. Wie weit runter können wir hier? Bis da, wunderbar. Boah, guckt euch das Geld an, aber das geben wir jetzt aus. 75.000. Aber schaut mal, das macht richtig was her. Das ist natürlich schon eine ganz andere Nummer jetzt. Dann reißen wir das hier ab. Und hier hoch. Haltepunkt hier. Runway ahead. So rum ist richtig. Außerdem brauchen wir hier eigentlich auch Holding Points. Obwohl, nee, die lasse ich mal weg. Wir machen die nur hier und auf der anderen Seite. Und da schließen wir es dann jetzt genau so an. Taxiway. Aus Beton. 5 und runter bis hier. Und so. Dementsprechend kommt das hier weg. Ebenso die Note. Und hier hoch. Und hier ein Haltepunkt.
So rum ist es richtig. Runway ahead. Sehr schön. Okay. Den Umbau hätten wir dann auch schon fertig. Und das sieht schon eine ganze Ecke professioneller aus. Im Vergleich zu vorher. So, Upgrade. Es gibt die Möglichkeit, Puppy Lights zu bauen. Ich habe keine Ahnung, wo die hin müssen. Ich habe gesagt, ich informiere mich. Ich habe trotzdem keine Ahnung. Ich baue die jetzt einfach hier hin. Und ich hoffe, dass das auch nur ansatzweise richtig ist. Obwohl, wartet. Ich würde es dann, wenn schon, denn schon vielleicht hier hinbauen. Und ihr dürft mir gerne sagen, was Puppy Lights sind. Ich kann sonst auch nochmal nachgucken, aber ich weiß es halt im Moment nicht. Oh, wartet mal. Könnte sein, dass wir gar keine Flüge haben. Hoppla. Ja, die holen wir uns dann in der nächsten Folge. Und dann sehen wir die neuen Taxiways in Action. Und dann würde ich mich jetzt erstmal bei euch bedanken fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.